Eigentlich kann ich mich nur in Schara, glaube ich, anschließen. Ich träume sehr, sehr gerne von meiner Frau. Ich hoffe nicht von Markus Schara. Slim ist wieder da, Slim ist wieder da. Das Leben ist wie ein Traum für Arnold Vettel. Nach einer Traumreise von FC Porto zu Rapid Mitte der Saison erzielt er heute seine ersten beiden Tore für die Wiener und fixiert so den ersten Sieg für Rapid in Ried. Eine traumhafte Generalprobe für Rapid vor dem UEFA-Cup-Spiel gegen Traumgegner Lazio Rom. Ich träume nicht, sondern ich stelle mir mal vor, so vor dem Spiel, wenn ich zum Stadion fahre, träume ich schon, dass ich auf der Autobahn bin nach München und die drei Punkte im Sack habe. Trotz Traumtor von Michael Anicic wurde Augenthalers Traum von drei Punkten nicht Wirklichkeit. LASK, der neue Club von Peter Stöger, ist die erste Mannschaft, die nicht aus Graz kommt und im Stadion von Hollywood-Traummann Arnold Schwarzenegger gewinnt. Wovon haben Sie heute Nacht geträumt? Das kann ich mir nicht erinnern, auf jeden Fall. Hat sicher mit den heutigen Spielen zu tun gehabt und ich glaube, wir sind ganz gut weggekommen. Das muss wohl ein Wunschtraum gewesen sein, Herr Aigner. Admira erlebt seit 15 Runden einen sieglosen Albtraum und hat nach 20 Spielen bereits 51 Treffer kassiert. Es scheint, dass der Faden in der Südstadt gänzlich gerissen ist. Fußballerträume sind oft Schäume, daher sollte man es Markus Schara nachmachen und nicht vom Fußball träumen. Ich habe von meiner Familie geträumt. Nicht vom Traumtor? Nein, von Toren träume ich nicht. Und von schönen Frauen? Ja, hin und wieder. Wie war es letzte Nacht? Stürmisch. Jetzt war ich selbst überrascht, dass er so ehrlich war. Stürmisch ist es zugegangen. Gut, wir sind bei der zweiten Division.